an diese Art von Hausmusik sind wir in unserer Familie schon sehr früh gewöhnt worden. Unser Vater hat Wert darauf gelegt, dass seine beiden Söhne ein Instrument früh angefangen haben. Mein Bruder hat Geige gespielt, ich Klavier. Und ich habe dann meinen Vater oft zur Musik begleiten müssen. Er war ein leidenschaftlicher Sänger. Er hat uns erzählt, dass er in seiner Studentenzeit einmal mitten auf dem Sendlinger Torplatz auf einem Bierfass stehend eine Opernarie geschmettert hat. Also Hausmusik ist bei uns immer getrieben worden. Aber ich habe merkwürdigerweise dann diese Liebe zur Musik auch bei meinen Lehrern vorgefunden. Sommerfeld hat mit mir musiziert, Born war ein sehr guter Klavierspieler, hat in seinem Wohnzimmer zwei Flügel, wir haben viel zusammen gespielt. Und Sie wissen ja, dass auch Planck und Einstein leidenschaftliche Hausmusiker gewesen sind. Ich habe mich daher oft gefragt, woher eigentlich diese Beziehung unserer Wissenschaft zur Musik kommt. Und da ist mir eigentlich nur die Möglichkeit gekommen, dass es daran liegen könnte, dass es sich ja in beiden Fällen sozusagen um geordnete oder ordnende geistige Strukturen handelt, die irgendetwas darstellen sollen. In der Musik werden von diesen geordneten geistigen Strukturen die Gemütsbewegungen der menschlichen Seele dargestellt und in der Physik eben die Vorgänge in der Natur. Beides mal durch sehr abstrakte geistige Figuren, aber vielleicht ist da doch eine Verwandtschaft. Ja, ich erzählte schon, dass Sommerfeld mein erster Lehrer gewesen ist. Und vielleicht sollte ich darüber nun noch etwas ausführlicher berichten. Also Sommerfeld war ein wirklich ausgezeichneter Lehrer, ein leidenschaftlicher Freund der Jugend in der Wissenschaft. Und er hat auch uns junge Studenten von Anfang an für seine Probleme begeistern können. Er hat uns von dieser damals ja noch völlig verworrenen Atomphysik erzählt, in der alles voller Widersprüche steckte. Die eine Theorie widersprach der anderen, das eine Experiment widersprach dem anderen. Und er hat es fertiggebracht, dass wir Jungen uns damals eben für diese Problematik begeistert haben. Wir fanden es herrlich, dass da ein wissenschaftliches Feld war, in dem man noch gar nichts verstand und in dem man eben dann doch die Aussicht hatte, selbst etwas herauszukriegen. Nachdem ich hier bei Sommerfeld promoviert hatte, kam ich dann nach Göttingen, sozusagen in die Hohe Schule der Mathematik, der Göttinger Mathematik, und in die hat mich Max Born eingeweiht. Und auch Born war ein leidenschaftlicher Musiker, bei dem wir viel musiziert haben. Born hat ja auch für die Entwicklung der Quantentheorie ganz Entscheidendes beigetragen. In Göttingen habe ich dann auch Niels Bohr kennengelernt, der im Sommer 1922 dort eine Vortragsreihe hielt. Und dann hat eine Diskussion mit Niels Bohr den Anfang einer langdauernden Freundschaft mit Bohr gebildet. Ich kam dann auf seine Einladung hin für längere Zeit nach Kopenhagen. Und ich glaube, ohne die philosophische Art Bohrs wäre es wohl nie zu einer wirklichen Klärung der Quantentheorie gekommen. Also Niels Bohr war der, sagen wir mal, ausgesprochenste Philosoph unter den Naturwissenschaftlern, die ich im Laufe des Lebens kennengelernt habe. Und er war sehr früh überzeugt, dass die Schwierigkeiten, die wir in der Atomtheorie hatten, auch philosophischer Art und auch Schwierigkeiten einfach der Sprache waren. Er hat empfunden, ohne es damals noch ganz formulieren zu können, dass unsere Sprache, so wie wir sie aus dem täglichen Leben kennen, eben in der Atomphysik nicht mehr richtig funktioniert. Und diese Einschränkung der Sprache, die ist ja später dann mathematisch in diesen Unbestimmtheitsrelationen formuliert worden. Also der eigentliche Durchbruch, der geschah dann in den Jahren von 1925 bis 1927. Und da ist es ja zuerst gelungen, eben die Mathematik, mit der man die Natur bei den Atomerscheinungen darzustellen hat, diese Mathematik klar zu bekommen. Und nachdem man dann das mathematische Schema hatte, dann war es eben ein philosophisches Problem, auch noch die Sprache zu finden, in der man über diese Mathematik zu sprechen hat. Und den Abschluss dieser ganz schwierigen Epoche bildete dann die Solvay-Konferenz im Jahr 1927, auf der es zu erbitterten Streitgesprächen und Diskussionen zwischen Einstein auf der einen Seite und Bohr und uns Kopenhagenern auf der anderen Seite kam. Das war dann so, dass Einstein immer
schon morgens zum Frühstück ein Experiment vorbrachte, mit dem er glaubte, dass er die Unbestimmtheitsrelation der Quantentheorie widerlegen konnte. Und Bohr eigentlich immer schon abends zum Abendessen dann die Widerlegung der Einsteinschen Behauptung hatte und nachweisen konnte, dass auch in dem Experiment, was Einstein vorgeschlagen hatte, eben doch die Unbestimmtheitsrelationen richtig sind. Einstein war hauptsächlich eben unzufrieden mit dieser statistischen Deutung der Atomtheorie, also mit der Tatsache, dass da der Zufall eine Rolle spielt. Und seine stehende Redensart war, Gott würfelt nicht, das ist unmöglich. Während Bohr dann nur darauf sagen konnte, aber es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, dem lieben Gott vorzuschreiben, wie er die Welt regieren soll. Ja, nach dieser Tagung hatten wir eigentlich das Gefühl, dass die Quantentheorie damit nun fest etabliert sei. Aber wie gesagt, wir haben leider Einstein nicht überzeugen können. Und selbst 20 Jahre später, als ich ihn noch kurz vor seinem Tod in Princeton besuchte, hat er auch doch den Satz gesagt, dass letzten Endes doch der liebe Gott nicht würfeln könne. Aber für uns begann dann nach dieser Solvay-Konferenz eigentlich eine glückliche Zeit, weil man diese neue Atomtheorie nun auf viele Fragen der Physik anwenden konnte. Und wir haben später von dieser Epoche dann oft als von dem goldenen Zeitalter der Atomphysik gesprochen. Aber aus dieser kommenden Zeit habe ich eine Menge Bilder noch, die ich Ihnen vielleicht an meinem Schreibtisch drüben zeigen kann. Wir sprachen eben über das goldene Zeitalter der Atomphysik. Das hat für mich damit angefangen, dass ich die Professur in Leipzig übernahm. Und von meinem Leipziger Seminar gibt es noch eine Aufnahme. Sie sehen da die Tafel vollgeschrieben mit Formeln. Und wir waren alle noch sehr jung. Und zum Seminar gab es auch immer Kaffee und Kuchen. Hier gehe ich im Gespräch mit meinem Lehrer Sommerfeld. Und hier sehen Sie Sommerfeld im Gespräch mit dem bekannten italienischen Physiker Fermi. Die Diskussion spielt sich natürlich nicht immer bei solchen Tagungen oder bei feierlichen Gelegenheiten ab, sondern auch auf unserer Skihütte. Ich hatte damals aus meiner Studentenzeit noch eine Skihütte in der Nähe von Bayerisch Zell am Großen Treiten. Und hier sehen Sie zum Beispiel meinen Assistenten Felix Bloch mit mir im Gespräch. Da sitze ich selber im Schnee. Hier neben mir sitzt hinten Niels Bohr ganz vermummt und liest irgendeinen, wahrscheinlich einen Schundroman, der auf unserer Skihütte lag. Dann hier ist Weizsäcker. Ich habe mit Weizsäcker viel Bergtouren gemacht. Sie sehen zum Beispiel hier eine andere Aufnahme von Weizsäcker, wo er gerade am Seil hängt. Ich will hier noch ein paar alte Bilder von Tagungen zeigen. Hier ist zum Beispiel meine Frau im Gespräch mit Niels Bohr. Dann hier eine Tagung in Rom. Da sehen Sie die Madame Curie, die Entdeckerin des Radiums, im Gespräch mit Robert Millikan aus Amerika. Hier Niels Bohr im Gespräch mit dem italienischen Physiker und Ingenieur Marconi. Dann bei der Feier in Stockholm, Sir Schrödinger und ich, uns zeigt der damalige schwedische Kronprinz, jetzt hier König von Schweden, die Bilder der Stockholmer Bildergalerie. Das ist zum Beispiel ein Bild von der Tagung in Feldafing oder richtiger von einer Sommerschule in Feldafing, die vor etwa 4-5 Jahren stattgefunden hat. Ich bin da gerade im Gespräch mit Edward Teller, der ja früher bei mir in Leipzig promoviert hat und der dann später durch die erste Verwirklichung der Kernfusion in der Wasserstoffexplosion bekannt geworden ist. Hier bin ich im Gespräch mit meinem Mitarbeiter Peter Dürr, der jetzt gerade als Gastprofessor in Amerika ist. Aber das spielt sich jetzt schon in meinem hiesigen Institut ab und über die Arbeit hier im Institut erzähle ich Ihnen lieber drüben. Der Weg ist ja nicht weit. Er führt durch den englischen Garten und ich gehe diesen Weg eigentlich jeden Tag ein paar Mal.
Das ist das Arbeitszimmer, in dem ich im Institut arbeite. Und ich sollte vielleicht gleich dazu sagen, dass ich mit diesem Institut seit über 25 Jahren verbunden bin. Damals lag das Institut in Berlin, Dahlem, nannte sich Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Und ich bin am Anfang des Krieges dorthin berufen worden, um an den Arbeiten über die Atomenergie teilzunehmen. Wir hatten ja während des Krieges dann das Glück, dass sich Arbeiten an der Atombewaffnung im Krieg als unmöglich herausgestellt hatten, weil es viel zu lange gedauert hätten und dass wir immer an Atomreaktoren gearbeitet haben. Das Institut ist dann während des Krieges noch in einen kleinen südwürttembergischen Ort nach Hechingen verlagert worden. Da sind die Arbeiten an dem Atomreaktor in einem Felsenkeller, der früher ein Kartoffellager war, zu Ende geführt worden. Dann nach dem Krieg wurde das alles ja von den Amerikanern beschlagnahmt und wir haben wieder neu angefangen mit dem Institut in Göttingen. Dann hieß die Gesellschaft schon nicht mehr Kaiser-Wilhelm, sondern Max-Planck-Gesellschaft und wir haben in Göttingen ein zunächst kleines Institut aufgebaut, das sich nun neben den Atomenergiearbeiten schon mit Problemen der Plasmaphysik beschäftigte und auch schon mit Problemen der Elementarteilchenphysik. Dann erwies sich etwa 10 Jahre später dieses Göttinger Institut als zu klein und der bayerische Staat hat dann hier ein Institut, eben dieses moderne Gebäude zur Verfügung gestellt und seit dieser Zeit arbeiten wir hier in München. Das Institut hat sich dann nochmal erweitert und geteilt, es ist so eine Art von Zellteilung eingetreten, das heißt die Plasmaphysik hat sich abgespalten und hat ein ganz selbstständiges Institut draußen in Garching bekommen. Die Astrophysik ist ein eigenes Institut geworden unter der Leitung vom Kollegen Biermann. Dann wird extraterrestrische Physik getrieben unter Leitung von Kollegen Lüst. Da gehen die jungen Leute mit Apparaturen, Raketen und so weiter in die Sahara oder ans Nordkap und untersuchen eben die ganz hohe Atmosphäre oder das, was außerhalb der Atmosphäre sich abspielt. Und hier in meinem engeren Institut, eben dem Institut für Physik, wird vor allem Elementarteilchenphysik betrieben. Nun sollte ich vielleicht ein paar Worte darüber sagen, was diese Elementarteilchenphysik bedeutet, denn ich habe mich ja selbst in den letzten 10 Jahren fast ausschließlich mit diesem Gegenstand beschäftigt. Und die Elementarteilchenphysik, die ist also eine direkte Fortsetzung dessen, was man so allgemein Atomphysik nennt und geht von der gleichen grundsätzlichen Fragestellung aus. Und die Fragestellung heißt, was passiert, wenn man die Materie immer weiter unterteilt? Zunächst haben das sozusagen die Chemiker gemacht oder man hat es mechanisch gemacht und ist auf die Atomchemiker gestoßen, also Eisenatome, Sauerstoffatome, Stickstoffatome, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Dann hat man gemerkt, dass auch diese Atome nicht einfach sind, sondern dass sie aus Atomkern und einer Hülle aus Elektronen bestehen. Und dieses Bohr'sche-Atommodell ist dann in den Jahren von 1910 bis 1930 im Zentrum des Interesses gewesen. Und ich habe ja vorhin in meiner Wohnung schon erzählt, dass ich damals hauptsächlich zusammen mit Niels Bohr, mit Max Born, mit Sommerfeld an solchen Problemen gearbeitet habe. Dann wusste man also über die Atomhülle Bescheid und in den 30er Jahren hat man den Atomkern unter die Lupe genommen. Hat sich herausgestellt, dass der Atomkern aus Protonen und Neutronen besteht. Und diese Teilchen nennt man Elementarteilchen. Also das sind 2 Sorten von Elementarteilchen, es gibt aber viele Sorten. Nun, jeder Laie fragt in diesem Fall, ja, warum kann man diese sogenannten Elementarteilchen nicht noch weiter teilen, wenn man noch größere Energien nimmt, wenn man noch energiereichere Teilchen zusammenstoßen lässt, warum gibt es dann nicht noch kleinere Teilchen? Das wird doch sicher die zukünftige Entwicklung der Physik sein. Nun, das glaube ich nicht und die entscheidende Entdeckung ist da im Jahr 1928 etwa von Dirac gemacht worden, der gefunden hat, dass es die sogenannte Antimaterie oder die Antiteilchen gibt. Das heißt, dass es zu jedem dieser Elementarteilchen ein ähnliches Teilchen gibt, was fast die gleichen Eigenschaften hat und nur in der elektrischen Ladung das entgegengesetzte Vorzeichen. Und wenn sehr energiereiche Zusammenstöße passieren, dann kann etwa aus einem Lichtquant ein solches Paar von Teilchen und Antiteilchen, etwa Elektron und Antielektron, entstehen.
Und seit dieser Zeit ist das Elementarteilchen eben mit das interessanteste Objekt geworden. Und man hat inzwischen ja ganz große Beschleuniger gebaut, um zu sehen, was passiert, wenn man zwei solche Elementarteilchen mit außerordentlich großer Energie aufeinandertreffen lässt. Nun, experimentell passiert dann das Folgende, was also von den Theoretikern schon so etwas vorhergesehen war. Es können tatsächlich bei einem solchen Zusammenstoß viele neue Teilchen entstehen oder viele Stücke entstehen. Und es sieht im ersten Augenblick so aus, als habe man nun auch solche Elementarteilchen in viele kleine Stücke zerschlagen. Wenn man aber genauer zusieht, dann merkt man, dass diese Stücke gar nicht kleiner sind als die ursprünglichen Elementarteilchen. Und das, was wirklich passiert ist, das ist also, dass sich aus der Energie beim Zusammenstoß neue Teilchen gebildet haben. Also dieses Phänomen der Vielfacherzeugung von Elementarteilchen aus Energie, das ist eigentlich jetzt das Grundphänomen geworden. Und seit 10 Jahren, seit wir also hier in München in diesem Institut eingerichtet sind, arbeiten wir, das heißt die Physiker, die eben hier im Institut arbeiten, eigentlich alle an diesen Problemen der Elementarteilchenphysik. Die jungen Mitarbeiter, die experimentell tätig sind, die gehen mit ihren Apparaturen an die großen Beschleuniger nach Genf oder nach Hamburg und führen dort eben Versuche durch. Und die Theoretiker denken darüber nach, nach welchen Naturgesetzen nun die Elementarteilchen konstruiert sind. Dabei geht es dann sehr abstrakt zu und Sie sehen hier an der Tafel die Art Formeln, die wir heutzutage in dieser Physik gebrauchen. Und Sie bemerken wahrscheinlich mit einiger Überraschung, dass schon gar keine normalen mathematischen Formeln mehr an der Tafel stehen, so wie wir sie von der Schule her kennen, sondern dass es da eine Art von Bilderschrift gibt und jede Linie in so einem Bild ist selbst schon wieder eine ziemlich komplizierte mathematische Formel. Man kann also sagen, die heutige Mathematik ist so kompliziert geworden, dass man eine Art von stenografischer Schrift dafür entwickelt hat, in denen eben Linien und Zeichen nun an die Stelle von langen Formelausdrücken treten. Aber das ist natürlich nur technisches Beiwerk, das bedeutet für die Sache nicht allzu viel. Wichtig ist die Frage, wie sind nun eigentlich die Naturgesetze gebaut, nach denen diese Elementarteilchen vorkommen? Und gibt die heutige Situation bei den Experimenten Anlass zu der Vermutung, dass es noch kleinere Teilchen gibt, in die man diese Elementarteilchen dann später mal weiter zerlegen kann? Oder sind die Elementarteilchen, die wir jetzt untersuchen, nun schon wirklich die letzten unteilbaren Bausteine der Materie? Und da ist die Meinung von uns hier am Institut zumindest, die aber nicht von allen Physikern auf der Welt geteilt wird, dass es sich wirklich schon um die kleinsten und letzten Bausteine handelt. Und dass eben durch diese Dirac'sche Entdeckung der Antimaterie eine ganz neue Möglichkeit aufgetaucht ist, an die man früher nicht gedacht hat. Früher hatte man immer gedacht, ja, entweder sind die kleinsten Einheiten, die man vorfindet, unteilbar, dann sind sie wirklich die kleinsten. Oder sie sind teilbar, dann gibt es eben noch kleinere. Die wirkliche Antwort der Natur aber lautet, sie sind teilbar, aber es gibt keine kleineren, sondern wenn man teilt, dann entsteht eben dabei neue Materie und die neuen Teilchen sind auch nicht von irgendeiner neuen, kleineren Sorte, sondern gehören wieder zu der alten Sorte. Nun, dieser Problemkreis hat uns in den letzten 10 Jahren sehr interessiert und ich habe eben auch selbst gerade an den Fragen sehr viel mitgearbeitet und es hat mich selbst immer sehr gereizt, dass die Frage der Elementarteilchen, die ja auch mit philosophischen Problemen zu tun hat. Die Idee des Atoms, die stammt ja schon von alten Griechen und damals hatte Demokrit die Theorie aufgestellt, dass es eben letzte unteilbare Bausteine gibt und daher nannte er die das Unteilbare, das Atomon. Plato hat im Gegensatz zu Demokrit gesagt, wenn man immer weiter teilt, dann kommt am Schluss nicht ein hartes, unteilbares, sozusagen ewig bestehendes, unveränderliches Gebilde, sondern es kommt am Schluss einfach Mathematik, das heißt eine mathematische Form heraus. Man kann die beiden Thesen von Plato und Demokrit etwa auf die einfachen Formeln bringen. Demokrit behauptet, am Anfang war das Teilchen
nämlich das unteilbare, ewige Atom. Und Plato behauptet, am Anfang war die Symmetrie. Nun, in der modernen Elementarteilchenphysik sind wir ganz sicher sehr viel näher an Plato und wir könnten mit gutem Recht sagen, am Anfang war die Symmetrie. Aber natürlich, wir müssen uns auch darüber klar sein, dass mit so einem einfachen Satz noch nicht allzu viel gesagt ist, sondern die ganze Schwierigkeit kommt dann hinterher, eben diese Symmetrien zu formulieren, die in mathematische Formeln zu fassen und so weiter. Also an solchen Problemen arbeite ich seit 10 Jahren oder über 10 Jahren hier mit meinen jüngeren Mitarbeitern. Und das ist das Zentrum der Arbeit hier im Institut. Ich selbst habe aber natürlich noch mancherlei andere Arbeit. Ich muss oft zu irgendwelchen Kommissionssitzungen nach Bonn fahren oder ich muss die Humboldt-Stiftung in Bad Godesberg betreuen, da die jungen ausländischen Wissenschaftler empfangen. Also es gibt eine Menge Verwaltungsarbeit und weil eben hier die Geschäfte dann oft etwas viel Zeit beanspruchen, darum tendiere ich auch schon manchmal dahin, nun doch mir die Ruhe für das Schreiben von Abhandlungen oder Büchern oder das Nachdenken dadurch zu suchen, dass ich eben in ein Refugium in den Bergen gehe und Sie sehen dort an der Wand ein Bild von dem Maler Lovis Corinth. Das ist von dem Haus aus gemalt, in dem wir jetzt schon seit vielen Jahren einen Wohnsitz für die Familie haben und in das ich mich eben für Ferien und für Wochenenden oft zurückziehe. Ja, der Walchensee und die Berge dahinter, Karwendel und Säuernspitze und die Arnspitzen, der Wald, der ja ins Grundstück reinreicht, das ist so die eigentliche Heimat unserer Familie. Hier sind die Kinder aufgewachsen, wie sie noch klein waren, in den Kriegsjahren, in den Jahren nach dem Krieg. Hier haben wir Flieder und Goldregen gepflanzt und der ist uns oft von Hirschen weggefressen worden. Und da wir 7 Kinder haben, ist es natürlich hier immer sehr lebhaft zugegangen. Wir haben unten noch ein Bootshaus, da fahren wir oft mit einem Ruderboot auf dem See spazieren, früher natürlich noch mehr als jetzt. Und so ist das also die Stelle, wo die Kinder das Gefühl haben, dass sie hier zu Hause sind. Wir haben das Haus im Frühjahr 1939 gekauft, weil wir leider damals schon fest glaubten, dass eben der große Krieg kommen würde und weil wir eine Zuflucht für die Kinder haben wollten. Wir haben das Haus gekauft von der Tochter des Malers Lovis Corinth. Der hat vor 50 Jahren das Haus hier gebaut und er hat dann auch sein ganzes Leben hier verbracht und hat die berühmten Walchenseelandschaften hier gemalt. Wir sind im Jahr 1943 dann endgültig hier raufgezogen und im selben Jahr noch ist unser Leipziger Haus dann völlig zerstört worden. Aber dann war das eben hier das Heim der Familie und wir haben alles so übernommen noch, wie es zum Großteil vom Maler Corinth war. Und Sie werden sehen, da steht noch der alte Kachelofen und die alten Möbel von Corinth. Meine Frau hat während der Kriegsjahre natürlich die Hauptlast des Familienlebens und des Haushalts getragen, denn im Kriege konnte ich nur selten mal für ein paar Urlaubstage hierher kommen und nach dem Krieg war ich ja in Gefangenschaft. Das ist auch ein einfaches Leben, was wir hier führen, ohne jeglichen Komfort. Wir haben ja nicht viel in dem Häuschen drin. Aber wir sind eigentlich sehr gerne hier und es ist sehr gemütlich. Der schöne große Kachelofen hier, der wird mit unserem eigenen Holz geheizt, dass die Buben schlagen und mein Mann macht's klein, da hinten im Schuppen. Und wir haben viel Zeit füreinander, wir lesen viel, abends lesen wir uns vor, hören viel schöne Musik und sind eigentlich sehr zufrieden und glücklich dabei. Ich sagte vorhin ja schon, dass das die Inneneinrichtung des Hauses praktisch so geblieben ist, oder jedenfalls in vielen Stücken so geblieben ist, wie wir sie von Corinth übernommen haben. Der Bauernschrank ist noch aus Corinths Zeiten, der Tisch, das Buffet. Dann hängen dort im Erker auch noch 2 Bilder, die Frau Corinth, die ja gleichzeitig seine Schülerin war, die Charlotte Behrendt, gemalt hat. So werden wir also auch immer an die früheren Zeiten, in denen dieses Haus eben ein Haus eines Malers war, erinnert. Und hier oben bin ich auch in Gefangenschaft geraten. Ein amerikanischer Oberst kam mit einem kleinen Stoßtrupp hier rauf. Zu der Zeit, wo die Wälder noch voll von deutschen versprengten Einheiten, SS-Leuten und Soldaten waren,
sodass es da unten noch eine kleine Schießerei gab. Da musste der Oberst da vorne sein Maschinengewehr auf der Terrasse in Stellung bringen und die Kinder wurden so lange in den Keller geschickt. Aber es ist alles gut ausgegangen und im Grunde ist es dumm, wenn man jetzt an solche unruhigen Zeiten erinnert. Denn Urfeld ist für mich eigentlich immer ein Ort der Ruhe gewesen. Und besonders in den letzten Jahren, wenn ich mich mal längere Zeit konzentrieren musste, dann habe ich solche Arbeit immer lieber hier oben gemacht als unten, wenn ich doch im Institut für die jungen Leute sorgen muss. Seit dem Krieg ist es ja für uns Atomphysiker nicht mehr erlaubt, die Wissenschaft sozusagen nur um der Wissenschaft willen la pro la zu betreiben, sondern wir müssen eben auch an die allgemeinen Konsequenzen dessen denken, was wir tun. Und die meisten meinen ja wohl, dass eben die Atomtechnik die wichtigste Konsequenz sei. Mir ist es eigentlich immer anders gegangen. Ich habe geglaubt, dass die philosophischen Konsequenzen aus der Atomphysik auf die lange Sicht wohl noch mehr verändern werden als die technischen Konsequenzen. Und über diese allgemeinen Folgen der Atomphysik kann man hier oben besonders gut nachdenken. Sie wissen ja, dass durch die Atomphysik und durch das, was man in ihr gelernt hat, sehr allgemeine Probleme anders aussehen als früher. Etwa das Verhältnis von Naturwissenschaft zu Religion, allgemeiner zur Weltanschauung. Das sieht jetzt anders aus, seit wir wissen, dass selbst in der Atomphysik die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt nicht mehr so einfach aussieht wie in der klassischen Physik. Und über diese Fragen muss man eben in Ruhe nachdenken können. Ich habe es auch immer schön gefunden, dass gerade das Interesse für diese allgemeinen Fragen nicht nur bei uns, sondern eigentlich überall auf der Welt groß ist, auch im Laufe der Zeit gewachsen ist. Und es war mir eine besondere Freude, wie wir voriges Jahr, meine Frau und ich, zusammen in Japan waren,